Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Slime Rancher. So, ich will noch ein bisschen Gemüse sammeln, damit wir nachher noch den Red Slime füttern können. Der müsste ja hier auch noch irgendwo rumgurken oder rumliegen. Ist ja ein Faulpelz. Aber der frisst meines Wissens Gemüse, daher kriegt er halt einen Schwung Gemüse in die Fresse gepresst. Und ja, hier hatte ich vorher gesehen, gab es ein bisschen Gemüse, daher dachte ich mir, okay, Trollo, schau da nochmal hin. Und ja, ich bin jetzt wieder hier. Hol mir hier das Gemüse ab. Da oben war doch noch eine Kiste. Ah, ich will die Karotte haben, danke. So, war hier noch irgendwas? Ja, du hast schon wieder alles aufgefressen. Ist schon klar. Oder die Enten sind schon wieder komplett alle. Kann natürlich auch sein, nachdem ein neuer Tag anfängt. Neuer Tag, neues Glück und so weiter. Ihr versteht schon. Aber wie gesagt, heute ist der Plan auf jeden Fall, den Red zum Platzen zu bringen. Und ich denke, das sollten wir heute schon hinkriegen. Selbst wenn wir es nicht mit den Ressourcen, die wir jetzt hier so finden, hinkriegen, dann kriegen wir es auf jeden Fall mit denen hin, die bei uns noch im Silo drin gammeln. Mich wundert es, dass es hier nur einen Dicken gab zum Platzen zu bringen. Oder gab es überhaupt einen? Ah, perfekt. Perfekt, Leute. Perfekt. Noch ein paar Karotten. Ja, wir kriegen auf jeden Fall einiges können wir ihm schon echt reinpressen. Also so ist nicht. Das läuft. Okay, hier sollte ich vielleicht dann irgendwann mal Bohrer aufstellen. Das riecht hier nach Lavastaub. Das hatte ich vorher nicht gesehen. Machen wir danach hier. Sobald die Bohrer dann wieder fertig sind. Oh, kann ich hier runter? Ich traue mich gerade nicht. Erstmal ein bisschen Luft holen. Ein bisschen entspannen, ein bisschen relaxen. Ein paar Muskelrelaxanzen einwerfen. Und schon läuft die Sache. Gut. Ich glaube, hier haben wir jetzt gemüsetechnisch erstmal alles weggezuzelt, was wir zuzeln konnten. Plopp. Eine verzwickte Zwiebel. Nee, schaut ausgezuzelt aus. Hier im Eck war auch nichts mehr. Gut. So. Hier unten ist auch noch nichts nachgewachsen, vermutlich. Doch, tatsächlich. Ich glaube, die Okas waren das Lieblingszeug von den Reds, wenn ich das richtig im Kopf habe. So. Ja, verstrahlt mich nur. Ich weiß, das ist eure Form der Liebe. So. Okay, hier entspannen wir jetzt nochmal ganz kurz, weil schlecht gelaunte Arschköpfe, einer schon über mir. Und düdelidu. So. Düdelidu. Wenn das doch immer so einfach wäre. Oh, er war glücklich. Warst du glücklich? Egal. Das hält bei dir nicht lang. Das kenne ich. Das kenne ich. Erst sagen, man ist happy und glücklich und dann kommt die nächste Scheiße. Direkt Messer in den Rücken kenne ich. Hatten wir schon oft genug. Gut, hier ist Obst. Obst interessiert mich nicht. Grüne interessieren mich nicht. Au. Schmerzen interessieren mich nicht. Gut. Sehr schön, das will ich haben.
War jetzt nicht ganz so viel, wie ich gern gehabt hätte, aber okay. Ja, damit. So, die Hühner dürft ihr ruhig fressen, Jungs. Damit habe ich absolut gar keinen Stress. Haut rein, lasst es euch schmecken. Und hier ist der ultragroße Red. Wie viel haben wir denn jetzt schon für ihn? Doch einiges. 34, 50, 55, 54, 59 Sachen, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe. Ja, du kleine Scheißerli. Du kriegst was, auf jeden Fall. Ich muss mich nur beeilen, weil du verstrahlst mich gerade doch gewaltig. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich fertig verstrahlt bin. Was? Noch ein Schlüssel? Okay, die Strahlung bewirkt wirklich nichts, oder wie? Ernsthaft? Ja, komm, dürft ihr fressen. Kein Stress. Feel free. Und wir haben echt nochmal ein... Okay, ich bin gerade echt verwirrt. Den grünen Teleporter. Nice. Ja gut, dann haben wir den Lump auch gefüttert und haben jetzt zwei Schlüssel zu viel. Ach komm schon, really? Kaum passt man eine Sekunde nicht auf, bauen die nur Scheiße. Der Klassiker. Einfach der Klassiker. Weil das Gemüse mich jetzt eigentlich weniger interessiert. Ein Huhn wäre jetzt toll. Hier wären... Kein richtiges Huhn. Ja, und er hat sich schon aufgelöst. Schade. Den hätte ich gern gefüttert. Aber ein Huhn hatte ich natürlich mal wieder nicht am Start. So. Schauen wir mal. Ich glaube, da ging es zurück nach Hause. Ja, nach Hause sollten wir vielleicht tatsächlich auch mal wieder gehen. Das könnten wir tatsächlich auch mal wieder machen. Wahrscheinlich sind unsere Ernten eh schon wieder komplett kaputt. Schauen wir mal kurz nach Hause. Komm, hier, eine verzwickte Zwiebel. Ja, ich weiß, die anderen hätten sie lieber gehabt, aber die anderen sind mir irgendwie Latte. So, jetzt schauen wir mal, ob das Rübenbeet noch so halbwegs okay ist. Ja, läuft eigentlich. Ich glaube, da kommt tatsächlich auch noch eine Ernte, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Aber ich traue der Sache nicht. Und ich meine mal, es ist ja nicht teuer, den Bewuchs zu entfernen. Das ist jetzt wirklich nicht teuer. Das kann man tatsächlich ab und an mal machen. So. Ja, hauen wir mal. So. Ihr kriegt auch ein bisschen was. Und ihr habt hier schon wieder fast voll gemacht. Klasse Scheiße. Ja. Ja, das Rosane ist wieder fast voll. Schauen wir mal zu den anderen. Gerade die Knallplots, die sollten ja eigentlich... Ja, 50 Hühner gefressen haben. 51, um genau zu sein. So. Ach ja, zu dem Kommentar, dass man einen Schlüssel an einem gewissen Tag kriegt. 78 oder 79 stand da. Ja, ich habe den blauen Schlüssel irgendwie früher gekriegt. Also ich denke, random. Also ich denke, es ist wirklich komplett random. Man kriegt ihn, wenn man ihn kriegt. Hört sich dumm an, aber ist einfach so. So. Ja, ist noch okay. Ah, ist voll.
sollten wir uns demnächst mal drum kümmern. Ist natürlich auch voll. Darum kümmern wir uns gleich. Wie schaut es bei euch aus, Jungs? Ja, auch wieder ziemlich voll, okay. So, hier damit. Papa braucht Kaka. Sehr schön, brave Lumpen. Ja, wirklich viel bringt momentan halt gar nichts. Das ist halt... Da tut's mir fast weh, da irgendwas wegzugeben. Nee, das wird gespart. Ey! Ich glaube, du spinnst! Spackt hier so ein Viech draußen rum? Ich glaube, ich spinne untereinander nur mit Futter. Böses Viech. Und dann auch noch am herrlichten Tag. So, bei euch hat alles noch gepasst. Dann machen wir hier mal schnell bei euch leer. Weil ja, bei euch ist wieder mal alles voll. So, das schaut eigentlich ganz gut aus. Honig natürlich auch raus. Und dich auch. Schaut's hier aus. Ja, komm, nehmen wir Phosphor mit. Ah, wobei, das war jetzt nicht unbedingt der smarteste Move, aber egal. So, Geld haben wir momentan eh noch genug. Das ist okay. Schauen wir mal hier. Kaufen kann ich leider nichts. Wir sind mittlerweile echt gut ausgestattet. So. Bringen wir den Rotz schnell weg. Ein Gelee Royale haben wir auch wieder. Wobei, da bin ich tatsächlich am Überlegen, ob wir uns das nicht für irgendwas Kurioses auch bewahren sollen. Bietet sich irgendwie an. Und einen seltenen Diamanten. Das wäre natürlich auch mal wieder eine richtig feine Sache. So, aber ich wollte jetzt eigentlich noch schnell zu unseren Knallköpfen hinten. Mann, das ist schon ein ganz schöner Fußmarsch. Aber die Energie reicht wirklich fast komplett von der Raffinerie zu den Knallköpfen. Unglaublich. Wollt ihr mich verarschen? Ich hatte euch 50 Hühner dahin geworfen. Och, ihr seid doch echt dumme, dumme Affen. Wahrscheinlich haben sie alle Hühner rausgeschossen. Wahrscheinlich haben sie alle Hühner rausgeschossen. Das könnte ich mir eiskalt bei denen vorstellen. So. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Für unsere dicken Rats. Die freuen sich auf jeden Fall. Die wissen halt noch gutes Essen zu schätzen. Nicht so wie ihr. Die es einfach wegwerfen. Wisst ihr was? Machen wir jetzt ganz anders. Okay, die Hühner kann ich da tatsächlich nicht reinpressen. Das wäre auch echt brutal gewesen, aber ich hätte es gern gemacht. Dass man die nicht beruhigen kann. Echt nervig. Wirklich, wirklich nervig. Eigentlich sollte ja die Musikbox, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, noch richtig im Kopf habe, ja eigentlich beruhigen. Aber von Beruhigung ist hier irgendwie nichts zu sehen, wenn ihr mich fragt.
Naja, ein bisschen was ist jetzt wieder aufgesaugt worden. So, wie schaut es da hinten aus? Da ist gar nichts drin. Ha, was haben wir rein? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht haue ich da auch eine Mango rein und kreuze die mit Honig. Das wäre wirklich eine Idee. Dann würde ich nämlich auch doppelten Output kriegen. Ich glaube, das ist wirklich eine Idee. Andererseits, Hühner kriege ich hier tatsächlich auch genug. Ja, wobei mit Honig kreuzen würde mir dann halt auch immer doppelten Output geben. Vielleicht gar nicht so blöd. So, Jungs, lasst euch schmecken. So. Ihr habt es euch auch schmecken lassen. Ihr auch. Ja, geh mal eine Runde schlafen. Halte ich für eine gute Idee. Und zurück zur Ranch. Ha. Sollen wir die mit Honig kreuzen oder nicht? Wieso nicht? Was spricht eigentlich dagegen? Eigentlich spricht nichts dagegen. Da spricht wirklich nichts dagegen. Das machen wir jetzt. Einen Mangobaum hinstellen. Hier. Lasst es euch schmecken, Jungs. Haben wir hier nämlich einen Mangobaum rein. Die restlichen Mangos kriegt ihr auch. Habe ich hier gar keinen Futterautomat? Ich habe hier tatsächlich keinen Futterautomat. What? Ja. Kriegt ihr nämlich hier... Ja, ich denk, das ist tatsächlich besser so. So, dann nehmen wir mal das Knalli... Das Knallplot mit. Ich hätte jetzt schwören können, dass hier noch was rumliegt, aber okay. Gut. Ist auf jeden Fall entspannter. Das hier noch mit. Komm. Nehmen wir hier alles mit. Wieso nicht? Wenn es hier schon so offen rumliegt. Das könnte ich jetzt tatsächlich hier noch reinmachen. Den würde ich gerne voll machen. So, dann. Okay, jetzt nochmal laufe ich nicht zurück. Gehen wir nochmal kurz hier füttern. Und ja. Lasst es euch schmecken, ihr kleinen Lumpen. Die nehmen wir mit. Ihr spielt schon wieder mit dem Essen. Oh, fast voll. Und dann... Das hier geben wir hier hinten hin. Das zuzeln wir natürlich auf. Das war jetzt eigentlich eine erbärmliche Ernte. Habe ich jetzt auch bei den anderen gerade gesehen. War nur 5 oder 4. Komm, lasst es euch schmecken. Ah, der Rosen ist hier voll. Nehmen wir mal leer. Ich glaube, das staut hier gerade ein bisschen. Ein Überschiss ist natürlich eine gefährliche Sache. Den nehmen wir natürlich auch mit. Wenn er sich schon so anbietet. Perfekt. Und... Wieso gibt es hier nur 8? Müsste doch eigentlich... Naja, okay, ich habe den vorher mal leer gezuzelt, genau. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Knallplort.
Und dann können wir den anderen Kasperlkopf mit Honig füttern. Mit Mangos füttern. Und dann ist das auf jeden Fall eine feinere Sache, Leute. Definitiv. So. Wie schaut's hier aus? Was ist das denn eigentlich für Kisten? Fragen über Fragen. Nein! Meine Mango ist weg. Bitte habt noch eine Mango. Ja, habt ihr. Oh, Gott sei Dank. Naja, irgendwo hätte ich jetzt schon eine hergekriegt, aber muss ja nicht unbedingt sein. Und hier, glaube ich, passt noch alles. Das schaut eigentlich noch ganz gut aus. Jetzt hoffe ich, dass wir bald wieder ein Gelee Royal kriegen, beziehungsweise ein Kristall. Das wäre mal wirklich wieder Premium. So, den Rest haben wir hier rein. Das wäre jetzt echt super, weil ich würde hier gerne noch ein Portal hinstellen. Oh, die sind auch schon wieder am Abgehen. Könnten wir wieder ernten. Aber nicht mehr heute, meine Freunde. Wir sind wieder am Ende. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich mega mäßig freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.